Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die EU-Datenschutzgrundverordnung, die ist nach zweijähriger Übergangszeit europaweit am 25. Mai offiziell in Kraft getreten. Sie verpflichtet ja Unternehmen dazu, sorgsamer mit den Informationen ihrer Kunden umzugehen und sie umfassender informieren und Einwilligungen einzuholen. Das Ganze muss aber noch gesetzlich umgesetzt worden werden. Das ist etwas liegen geblieben aufgrund der langen Regierungsbildung. Hören wir als ersten Redner den parlamentarischen Staatssekretär Marco Wanderwitz. Und Umsetzungsgesetz EU trug. Im Lichte der unionsrechtlichen Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung und der Datenschutzrichtlinie Polizei und Justiz wurde mit diesem Gesetz seinerzeit insbesondere das allgemeine nationale Datenschutzrecht, nämlich das Bundesdatenschutzgesetz, neu gefasst. Das nun vorliegende zweite Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz EU will die bereichsspezifischen Datenschutzregelungen an den neuen Rechtsrahmen anpassen, den das Unionsrecht und nun auch das Bundesdatenschutzgesetz 2018 vorgeben. Durch enge Zusammenarbeit nahezu aller Ressorts der Bundesregierung können wir mit diesem einen Gesetz 154 Fachgesetze anpassen. Die Spannbreite dieses sehr umfangreichen Artikelgesetzes umfasst so ziemlich alle Lebensbereiche, das Meldewesen, das Sozialrecht, Finanzen, Transplantationsrecht, Tierschutz und Verkehrsrecht, um nur einige zu nennen. Das Gesetz ist allerdings rein überwiegend rechtstechnischer Natur. Es werden vorrangig Begriffsbestimmungen angepasst oder Verweise auf das Bundesdatenschutzgesetz alter Fassung korrigiert. Auch Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung werden angepasst, insbesondere an den weiten unionsrechtlichen Begriff der Verarbeitung. Vereinzelt werden auch Rechtsgrundlagen geschaffen und betroffenen Rechte geregelt. Gegenstand des Gesetzes ist auch das nun gerade erst in Kraft getretene neue Bundesdatenschutzgesetz. Hier werden einige redaktionelle Fehler korrigiert, zum Teil bisher nicht existente Regelungen geschaffen, beispielsweise für die Datenverarbeitung im Rahmen von staatlichen Auszeichnungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen alle, dass es im Hinblick auf das Bundesdatenschutzgesetz und insbesondere die EU-Datenschutzgrundverordnung große Verunsicherung gibt. Dies betrifft insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen, aber auch Vereine und ehrenamtlich Tätige. Zwei besonders häufig angesprochene Themen betreffen Abmahnungen und die Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Nach allem, was ich höre, was wir hören, ist es bisher nicht zu der befürchteten großen Abmahnwelle gekommen. Es besteht aber gleicherorts, gleichwohl in Unternehmen und Vereinen, die Rechtsunsicherheit, dass es zu gewerbsmäßigen Abmahnungen kommen könnte. Zudem kann es auch eine, das will ich nicht verhehlen, unbekannte Dunkelziffung von Abgemahnten geben. Vereine beispielsweise, die nicht nach außen tragen möchten, dass ihnen ein vermeintlicher Datenschutzverstoß vorgeworfen wird. Wir sollten also dieses Gesetz, dieses parlamentarische Verfahren dazu nutzen, um zu prüfen, wie wir der Rechtsunsicherheit gegenüber Abmahnungen begegnen können. Auch wollen wir prüfen, ob wir Entlastungen für die Wirtschaft regeln können. Dabei weise ich allerdings darauf hin, dass der nationale gesetzgeberische Gestaltungsraum dafür äußerst eng ist, anders als mancher zu denken scheint. In dem engen Spielraum, den uns die EU-Datenschutzgrundverordnung hier lässt, besteht eine der wenigen Möglichkeiten, die es gibt für Erleichterung darin, Änderungen an der Bestellpflicht für betriebliche Datenschutzbeauftragte vorzunehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Frist für die Anpassung an das EU-Datenschutzrecht ist im Mai ausgelaufen. Auch wenn Deutschland den Gesetzgebern der meisten anderen Mitgliedstaaten bei der Anpassung wieder einmal zeitlich voraus ist und der Umfang des Artikelgesetzes beträchtlich ist, ich finde das an sich eine positive Sache, wenn man der Erste ist, bitte ich um zügige Beratung und Verabschiedung des Gesetzentwurfs möglichst bis zum Jahresende. Ich habe anfänglich gesagt, das ist eher ein rechtstechnisches Gesetz. Insofern halte ich das für gut machbar und würde mir das wünschen, dass wir bis zum Jahresende durchkommen. Herzlichen Dank. Ja, die EU-Richtlinie gibt es vor und das Ganze muss eben in nationales Recht umgesetzt werden. Das macht die Bundesregierung hier mit zwei Gesetzentwürfen, die Marco Wanderwitz eben umrissen hat. Jetzt steigen wir in die Debatte ein mit Roman Reusch für die AfD. Die beiden Gesetzentwürfe bringen zusammen über 600 Seiten auf die Waage.
Es sollen geändert werden über Daumen, ich habe nicht genau nachgezählt, so um die 170 Gesetze und Verordnungen. Von daher finde ich es sehr schade, dass man hier in der ersten Lesung einen Debattenpunkt draus gemacht hat. Das wäre gestern im vereinfachten Verfahren besser aufgehoben gewesen. Und um hier die knappe Zeit nicht noch weiter zu vergeuden, teile ich mit, dass ich wenig Sinn daran sehe, 4 oder 5 Punkte aus 170 rauszugreifen und hier in der Kürze der Zeit zu erörtern. Teile also lediglich mit, dass wir uns der Überweisung anschließen. Ich wollte gerade sagen, das Präsidium bedankt sich für die Zeit, die jetzt aufgeholt werden kann, bei der AfD-Fraktion ausdrücklich. Als nächstes spricht für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin Frau Rita Hagel-Kiel. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Richtlinie der EU 2016/680 betrifft den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden im Strafverfahren. Diese Richtlinie sowie die Datenschutzgrundverordnung haben das europäische Datenschutzrecht grundlegend geändert. Der uns heute vorliegende Entwurf dient der Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht sowie die Anpassung weiterer datenschutzrechtlicher Regelungen an die Datenschutzgrundverordnung. Neben redaktionellen Anpassungen sieht der Gesetzentwurf darüber hinaus mit Blick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016 Änderungen vor. Diese betreffen die Anforderungen an die sogenannten zweckändernde Verwendung von Ermittlungsverfahren gewonnenen personenbezogenen Daten. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Daten sind heute elementare Grundlage polizeilicher und anwaltlicher Arbeit. Hierzu bedarf es verbindlicher Regelungen über deren Erhebung, den Umgang mit ihnen, deren weitere Verwendung. Diese wollen wir schaffen. Nach dem Gesetzentwurf erhalten nunmehr die Betroffenen ein Informationsrecht über die für sie von ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten. Die für Strafverfahren zuständigen Behörden werden ferner verpflichtet, künftig jeden einzelnen und nicht nur jeden 10. Datenverarbeitungsvorgang zu protokollieren. Damit werden auch die Überprüfungsmöglichkeiten der Datenschutzbehörden erweitert. Diese bleiben somit zukünftig nicht nur auf Stichproben beschränkt. Eine weitere Neuerung ist, dass das Bundesdatenschutzgesetz künftig auch für die Strafverfolgung der Länder gelten soll. Damit werden deren Verarbeitungsvorgänge erheblich vereinfacht. Und einen weiteren wichtigen Punkt möchte ich herausgreifen. In Bezug auf die sogenannten zweckändernde Verwendung von Daten aus eingriffsintensiven Maßnahmen, etwa von Telekommunikationsüberwachungen oder Online-Durchsuchungen, hat der Gesetzentwurf die vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Kriterien aufgegriffen. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass der Entwurf außerdem die Stärkung des sogenannten Kernbereichsschutzes im Rahmen heimlicher Ermittlungsmaßnahmen dient. Abschließend möchte ich noch betonen, dass der Entwurf auch klärt, dass Strafverfolgungsbehörden auch Daten des Behördenfunks erheben können. Das Gleiche gilt für die Erhebung von retrograden Standortdaten, also solchen, die aus betrieblichen Gründen, wie zum Beispiel beim Auslandsrooming, bereits gespeichert worden sind. Hier bestand in der Vergangenheit Unsicherheit. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf ist ein weiterer Schritt in Richtung eines umfassenden europäischen Datenschutzes. Ich bitte Sie daher um Ihre Zustimmung zu diesem Vorhaben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Als nächstes spricht für die FDP-Fraktion der Kollege Dr. Jürgen Martens. Er ist der rechtspolitische Sprecher. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe heute Morgen, also ganz früh am Morgen, das war 0:10 Uhr,
schon mal eine Rede gehalten zu einem Umsetzungsgesetz im Bereich des Strafprozessrechts, mit dem wir europäisches Recht in nationales Recht umsetzen wollen, und habe da bereits zu monieren gehabt, dass die Bundesregierung die Frist für die Umsetzung, die die Richtlinie hatte, hat verstreichen lassen. Das war der 1. April, der da nicht eingehalten wurde. Diesmal beim Anpassungsgesetz an die Datenschutzgrundverordnung ist die Frist, die man hat verstreichen lassen, nicht ganz so lang. Gleichwohl muss ich auch hier wieder bemerken, die Bundesregierung hat mal wieder eine Umsetzungsfrist nicht eingehalten. Das ist bedauerlich. Mit diesem Gesetz hier zur Anpassung von zahlreichen Normen an die Datenschutzgrundverordnung haben wir ein wahres Monster. Und das macht einen natürlich als solches schon mal misstrauisch, wenn man Gesetzgebungsverfahren kennt, immer, insbesondere dann, wenn es heißt, hier würde nur eine reine Anpassung vorgenommen werden. Man weiß, solche Gesetze haben die kaum widerstehbare Verlockung in sich, politisch zumindest, sagen wir mal, schwierige Vorhaben in einem dann nicht ganz so übersichtlichen Umfeld mit durch das Gesetzgebungsverfahren zu bringen. Und wenn man sich diesen Gesetzentwurf anschaut, dann stößt man auf einmal im Bereich des Bundesdatenschutzgesetzes auf eine zusätzliche Regelung in § 22 Absatz 1 Nummer 1 Klein d des Bundesdatenschutzgesetzes, wo es dann heißt, dass besonders sensible Daten, solche im Sinne des Artikel 9 der DSGVO, nun auch von nicht öffentlichen Stellen bearbeitet werden können sollen. Das klingt als solches nicht besonders schlimm, aber die Frage stellt sich, wer befindet darüber, ob eine solche Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse ist oder nicht. Nach Ihrem Gesetz tut das wohl der private Datenverarbeiter. Das allerdings dürfte unzulässig sein, denn was im öffentlichen Interesse ist, hat auch der Gesetzgeber zu definieren oder zumindest eine öffentliche Stelle. Also so einfach, dass es sich hier nur um Anpassungen handelt, so einfach ist das Ganze nicht. Im Gegenzug ist dann zu bemängeln, dass an mancher Stelle nichts geregelt wird, obwohl nach allgemeiner Auffassung dies eigentlich erforderlich wäre. Zum Beispiel im Bereich des Datenschutzes bei der Nutzung von Telemediendiensten zur Erklärung. Das sind die Provider, die Ihnen den Zugang zum Internet verschaffen und die natürlich mit den Daten dort, die dort Daten speichern, Daten erheben, verarbeiten oder Umständen auch weitergeben, ohne dass der Kunde, ohne dass der Nutzer davon etwas erfährt. Die Regelungen im Telemediengesetz zum Datenschutz sind nach allgemeiner Auffassung unzureichend. § 13 Telemediengesetz verweist beim Datenschutz auf die altehrwürdige Datenschutzverordnung aus dem Jahre 1995. Für die Jüngeren unter Ihnen, das waren Zeiten noch 7 Jahre vor dem Auslaufen des Euro-Schecks. Also jedenfalls sagen wir mal so, dieses Datenschutzniveau ist keines. Aber das Gesetz schweigt. Dieser Gesetzentwurf widmet sich diesem Thema nicht, obwohl es wirklich ein Massenphänomen betreffen würde. Auch im Melderecht werden erforderliche Anpassungen nicht erledigt. Der Bürger kann kaum überblicken, welche Stellen von ihm Meldedaten von den Meldebehörden erhalten. Und wenn er es wissen will, bekommt er im Regelfall keine Auskunft. Nämlich die Gründe für die Auskunftsverweigerung in § 11 des Bundesmeldegesetzes sind extrem umfangreich und nach allgemeiner Auffassung auch rechtswidrig. Auch hier schweigt das Gesetz, meine Damen und Herren. Das ist nach unserer Auffassung mit der Datenschutzgrundverordnung nicht vereinbar. Aber nach Auffassung der Bundesregierung soll das wohl so bleiben. Das heißt für uns, wir haben mit dem Gesetzentwurf viel zu tun. Eine ganze Menge Arbeit haben Sie uns auf den Tisch gelegt. Wir werden bemühen, es alles abzuarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, sagt Jürgen Martens für die FDP-Fraktion. Das Ganze muss dann in den Ausschüssen natürlich stattfinden. Jetzt hören wir Nima Mowasat für Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, also ich bin froh, dass wir heute über die Änderungen im Datenschutzrecht reden. Die Bundesregierung wollte zunächst diesen Packen Gesetze ohne Debatte durch den Bundestag jagen. Das sind über 200 oder etwa 200 Einzelgesetze und ich finde, das geht nicht. Sowas muss hier diskutiert werden.
Zum einen wollen Sie 154 Änderungen unter anderem aufgrund der Datenschutzgrundverordnung vornehmen. Vieles, was Sie beantragen, ist unproblematisch, aber es gibt auch eben äußerst bedenkliche Sachen. Erstens die Änderung im Staatsangehörigkeitsgesetz. Bisher dürfen Behörden, sozusagen, die für Staatsangehörigkeitsfragen zuständig sind, sind die einzigen, die auf diese personenbezogenen Daten auch zugreifen dürfen. Die Übermittlung der Daten an andere Stellen ist per Gesetz nicht erlaubt. Die Bundesregierung will das ändern. Die Daten sollen danach auch an Verfassungsschutzbehörden weitergeleitet werden können, ohne dass ein konkreter Verdacht vorliegt. Das ist kein Datenschutz, sondern eine Datenschutzverletzung. Zweitens, Sie möchten gravierende Veränderungen des Asylgesetzes im Bereich des Datenschutzes vornehmen. Nach der neuen Regelung können das Bundesamt für Migration und Flucht sowie Ausländerbehörden Gesundheitsinformationen, Berichte über das Sexualleben und andere intime Daten von Geflüchteten an andere Behörden wie an die Verfassungsschutzbehörden weiterleiten. Hier wird klar, Datenschutz, selbst der Schutz intimster Daten, soll für Geflüchtete nicht gelten. Das ist abzulehnen. Datenschutz muss für alle gelten. Drittens. Die Änderungen im Bundesdatenschutzgesetz sehen vor, dass auch nicht öffentliche Stellen Daten für die Sicherheitsbehörden bereithalten müssen. In der Gesetzesbegründung steht, ein solches zwingendes Erfordernis, gemeint ist das sozusagen das Erfordernis zur Datenweitergabe, kann bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten mit Religionsbezug durch zivilgesellschaftliche Träger im Rahmen von Präventions- und Deradikalisierungsprogrammen im Bereich religiös motiviertem, insbesondere islamistischem Extremismus bestehen. Also hier werden zivilgesellschaftliche Organisationen, die wichtige Präventionsarbeit gegen religiöse Radikalisierungen leisten, gezwungen, ihre Daten an die Sicherheitsbehörden herauszugeben. Jemand, der Sorge haben muss, dass er durch Beteiligung an einem Präventionsprogramm aktenkundig wird bei den Behörden, der wird an so einem Programm ja nicht mehr teilnehmen und der wird sich dann erst recht radikalisieren. Was Sie wollen von der Bundesregierung, ist kontraproduktiv im Kampf gegen Dschihadismus. Dann haben Sie noch einen weiteren Gesetzentwurf zum Datenschutz im Strafverfahren vorgelegt. Bisher wurden Daten, die von der Polizei aufgrund von Gefahrenabwehrmaßnahmen gesammelt wurden, rechtswidrig im Strafverfahren verwendet. Dazu muss man wissen, im Gefahrenabwehrrecht, also im Polizeirecht, darf die Polizei schon aktiv werden, wenn nur eine Gefahr besteht. Im Strafprozessrecht hingegen muss zumindest der Verdacht einer Straftat bestehen. Die Anforderungen sind also höher. Die Polizei kann also theoretisch über das Polizeirecht Maßnahmen wie eine Wohnraumüberwachung gegen eine Person durchführen, die sie nach Strafprozessrecht nicht hätte machen dürfen. Dadurch kann sie an Beweise kommen, die sie eigentlich gar nicht hätte für das Strafverfahren haben dürfen, weil ja gar kein Verdacht einer Straftat bestand. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, das geht so nicht. Es braucht eine klare gesetzliche Regelung. Das haben Sie nun vorgelegt. Das ist richtig und gut. Aber für den Datenschutz der Betroffenen im Strafverfahren, und darum ging es ja eigentlich auch dem Bundesverfassungsgericht, dafür haben Sie nicht gesorgt. Vielmehr können nach der neuen Regelung die Geheimdienste Daten mit den Strafverfolgungsbehörden austauschen. Der Betroffene hat kaum die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Das ist kein Grundrechtsschutz. Das ist mehr Macht für die Sicherheitsbehörden. Nehmen Sie endlich mal den Datenschutz ernst im Strafverfahren. Halten wir also fest, unter dem Label Datenschutz geben Sie den Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse. Stattdessen brauchen wir endlich mal einen vernünftigen Datenschutz. Dankeschön. Ja, in dem einen Gesetzentwurf sollen in 154 Fachgesetzen ja Änderungen vorgenommen werden. Das haben wir schon häufiger gehört. Und Nima Movasat, der hat noch mal genau nachgelesen und hat doch einige aufgezeigt, die im parlamentarischen Verfahren noch mal aufgerufen werden. Jetzt Konstantin von Notz für die Grünen. Ist ein Meilenstein für den Schutz von Privatheit und Grundrechten in unserer digitalisierten Gesellschaft. Sie ist ein Erfolg für den europäischen Binnenmarkt und wird aus gutem Grund derzeit von vielen Ländern wie Israel, aber auch beispielsweise Kalifornien kopiert. Beides Regionen, die nicht gerade für ihre digitale Rückständigkeit bekannt sind. Wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung endlich ein europaweit geltendes Instrumentarium gegen multinationale Firmen, die sich bisher nicht an nationalstaatliches Recht gebunden fühlten
Und das ist leider etwas, ein Instrumentarium, das Sie von der Union den Menschen in den letzten 12 Regierungsjahren hier verweigert haben, meine Damen und Herren. Aber auch bei der notwendigen Anpassung hat die Bundesregierung wenig Chancen verstreichen lassen, den Datenschutz zu schleifen, wo es geht. Sie haben die Aufsichtsarbeit erschwert, Rechte der Betroffenen verkürzt und zusätzliche Unsicherheiten geschürt. Die bestehenden Spielräume und Öffnungsklauseln, wie im Bereich des Beschäftigtendatenschutzes, gucke ich mal in Richtung SPD, sind immer noch nicht angegangen und genutzt worden. Das wird den gegenwärtigen Problemen und Herausforderungen schlicht nicht gerecht, meine Damen und Herren. Und auch mit der zweiten Vorlage schleifen Sie wieder betroffenen Rechte und Aufsichtsmöglichkeiten. An mehreren Stellen werden Abwägungserfordernisse zulasten der Bürgerinnen und Bürger zurückgeschraubt. Den zweiten Gesetzentwurf wollten Sie, das hat der Kollege angesprochen, ganz ohne Debatte hier heute durchbringen. Zur Erinnerung, die sogenannte JI-Richtlinie stammt aus dem April 2016. Die lang bekannte Umsetzungsfrist, wurde eben gesagt, auch vom Staatssekretär, war der 6. Mai 2018. Hier hätte man längst die notwendigen Anpassungen vorbereiten können und auch müssen. Leider wurde das verschlafen. Ob die Richtlinie korrekt umgesetzt wurde, insbesondere bei der Strafprozessordnung, wird bei einer Anhörung zu den beiden Gesetzesentwürfen zu klären sein. Eine Anmerkung zum Kollegen Reusch. Die Seitenzahl von Vorlagen sind immer ein Argument, aber am Ende geht es um die Lebensbezüglichkeit des Themas, mit dem wir es hier zu tun haben. Und das betrifft die Menschen. Und deswegen muss man schon, natürlich kann man hier nicht 600 Seiten referieren, aber man muss die wesentlichen Punkte ansprechen. Es ist ein wichtiger Prozess, den wir hier parlamentarisch begleiten, meine Damen und Herren. Die Koalition aber hat den Gesetzentwurf genutzt, gleich mal etwas mitzuregeln, was dem Datenschutz der Menschen diametral entgegenläuft, nämlich die Erhebung retrograder aus betrieblichen Gründen von Providern gespeicherter Standortdaten. Und das verstecken Sie unter Artikel 1, Ziffer 6, Buchstabe A, unter Punkt BB des Gesetzentwurfs. Und so geht es einfach nicht, meine Damen und Herren. All das zeigt, diese Große Koalition ist leider nicht in der Lage, den gesetzgeberischen Herausforderungen durch die digitale Revolution gerecht zu werden. Sie doktern hinterher, werfen mit Buzzwords gerne um sich, gründen Kommissionen ohne Ende, statt endlich klare Standards und Regeln zu setzen. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein liberaler Rechtsstaat und ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort, nicht weil wir so wenig regulieren oder Bürgerrechte relativieren, sondern weil unser Verfassungsstaat klare Regeln setzt, Grundrechte achtet und so für Rechtssicherheit sorgt. Fangen Sie endlich damit an. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Konstantin von Notz war das, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Für die Unionsfraktion hören wir jetzt Marc Henrichmann. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher! 154 bereichsspezifische Datenschutzregeln sind in diesem zweiten Anpassungsschritt enthalten. Die werden die Datenschutzgrundverordnungsvorgaben anpassen. Und es ist eigentlich mit seinen technischen und redaktionellen Anforderungen eher was für datenschutzrechtliche Feinschmecker. Ich glaube aber schon, und die Rückläufe aus den Wahlkreisen zeigen uns das, viele Vereine, kleine Unternehmer, die sich Gedanken machen und Sorgen machen, zeigen, dass Datenschutz ein laufender Prozess ist und dass es schon so etwas wie Respekt auch ist, zu zeigen, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und deswegen macht die Debatte meines Erachtens auch Sinn. Mein Dank gilt insbesondere den Mitarbeitern im BMI, das möchte ich auch mal sagen, die anderthalb Jahre viel zu leisten gehabt haben, immer mit Rat und Tat uns zur Seite standen. Und dann darf man auch mal Danke sagen. Datenschutz oder besser Datenpolitik ist ein Thema, das Zukunftspotenzial hat. Und ich glaube, ganz wichtig neben dem Schutzgedanken ist immer auch Augenmaß. Und ich werde erstmal nicht müde, auch die Errungenschaften der Datenschutzgrundverordnung mal nach vorne zu stellen. Oft verschrien, aber ich glaube, es ist ein Fortschritt zu sagen, dass wir in Europa einheitliche Standards haben, von denen alle gleichermaßen profitieren und sich daran zu halten haben. Und es wurde angesprochen, Kalifornien beispielsweise, das waren die letzten, die unser Datenschutzrecht kopiert haben. Auch das sollte uns vielleicht ein Stück weit stolz machen. Wir dürfen allerdings sicher nicht den Fehler machen,
immer nur auf die großen, auf die sogenannten Datenkraken zu schauen, sondern auch die vielen kleinen mittelständischen Betriebe, Vereine, Organisationen in den Blick zu nehmen. Auch hier Umsetzung mit Augenmaß, das muss der Leitgedanke sein. Mut macht die Rückmeldung aus den Datenschutzbehörden, dass es eben nicht die Vielzahl von Verstößen gegeben hat, dass es keine großen Straforgien gegeben hat. Und dennoch, glaube ich, gibt es noch einiges an Verbesserungspotenzial. Es ist viel Unruhe, teilweise Sorge. Und da sind wir gefordert, auch Beratung, Hilfe, Service für Mittelständler, für Vereine, für Bürger zu leisten. Das ist mein Verständnis eines modernen Staates. Und da dürfen wir die Menschen auch nicht im Regen stehen lassen. In den anstehenden Beratungen werden wir noch einige Änderungswünsche auch besprechen müssen. Da geht es um die Bestellung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die sogenannte Zehnerschwelle. Über die müssen wir reden, oder aber zumindest über Erleichterungen dahingehend, ob es nicht Sinn macht, die rauszunehmen, die sich einfach nicht schwerpunktmäßig und betrieblich mit Datenverarbeitung befassen. Immer das Signal, das hohe Datenschutzniveau nicht zu gefährden, aber auch Praktikabilität nicht völlig außer Acht zu lassen. Und die Abmahnwelle, ich sagte es, ist ausgeblieben, aber auch da ist es uns weiter wichtig, dass wir da ein Auge drauf haben. Es liegt ein erster Vorschlag vor, wie wir es unterbinden, dass Abmahnanwälte hier Geschäftsmodelle entwickeln. Wir dürfen auch hier Vereine, Verbände, Unternehmen nicht im Regen stehen lassen, und auch die Debatte werden wir führen müssen, ob Datenschutzgrundverordnung auch eben marktverhaltensregelnde Normen enthält, die sozusagen nach dem UWG abmahnfähig sind. Auch hier brauchen wir Klarstellungen, das werden wir in der Debatte ansprechen. Und zum Abschluss möchte ich noch kurz darauf zu sprechen kommen, was uns erwartet in der Zukunft. Wir haben vor der Brust die Evaluierung der Datenschutzgrundverordnung. Auch da gilt es, besser zu werden und Vorschläge auch aus der Praxis aufzunehmen. Und auch die E-Privacy-Verordnung steht an. Beides Meilensteine, so oder so, die wir in die richtige Richtung entwickeln und nutzen müssen. Autonomes Fahren, Telemedizin, all das sind Themen, die sich stellen. Und die können wir nicht mit einem datenpolitischen Stoppschild lösen. Auch hier gilt es, ausgewogene Lösungen zu finden. Der Schutz der Verbraucher, aber auch die Potenziale der Wirtschaft nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn jeder Verbraucher und Bürger ist auch gleichzeitig Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Vorstand oder Mitglied eines Vereines. Und hier die Lösung mit Augenmaß. Dafür stehen wir als Union, als Partei der Mitte. Ich freue mich auf die Ausschussberatung. Herzlichen Dank. Mark Henrichmann war das. Er sagt, dass die Abmahnwelle ist ausgeblieben. Aber in diesen Tagen gibt es auch Meldungen darüber, dass Unternehmen beispielsweise bei der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung kaum vorangekommen sind. Und laut einer Umfrage erst ein Viertel die ganze Datenschutzgrundverordnung umgesetzt hat. Saskia Esken jetzt für die SPD. Also hier sitzt der Staatssekretär Fuchtel in unserem Wahlkreis, ein Bierzelt zum Kochen gebracht mit der Ankündigung, er wolle die Datenschutzgrundverordnung ändern. Ich hatte dann die unschöne Aufgabe, das wieder einzusammeln, denn alleine können wir das ja nun leider nicht. Eine europäische Verordnung ändern, es dauert vielleicht noch ein bisschen. Ja, das ist wohl wahr. Die ganz schlimme Aufregung, die um den 25. Mai herum entstanden war, die ist ja nun, hat sich ein bisschen gelegt, aber an diesem Abend wurde mir dann doch deutlich, welche Welle diese europäische Verordnung tatsächlich verursacht hat. Und ich wiederhole mich, wenn ich hier offen eingestehe, wir haben das unterschätzt. Und wir haben es versäumt, die Übergangsfrist, die 2 Jahre gedauert hat, eben auch als Umsetzungsfrist zu nutzen und die Menschen dabei zu unterstützen, den Datenschutz als das zu erleben, was er ist, ein wichtiges Bürger- und Verbraucherrecht. Datenschutz schützt keine Daten, er schützt Menschen, auch wenn viele sich derzeit nur genervt fühlen und nicht geschützt. Ziel der europäischen Verordnung war es natürlich, das Recht durch Harmonisierung zu stärken, nicht nur für Bürgerinnen und Bürger und für Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern vor allem auch für Unternehmen in Deutschland und Europa, die eben ein Level Playing Field vorfinden sollen. Wir beraten jetzt heute ein 500-Seiten-Werk voller rechtstechnischer Anpassungen an die DSGVO. Die Kollegen haben ja einiges schon angesprochen und Kolleginnen, da geht es zunächst darum, verbliebene Lücken auch in unterschiedlichen Rechtsbereichen zu schließen. Und es ist schon erstaunlich, in wie vielen Bereichen der Schutz personenbezogener Daten eine Rolle spielt. Manch einer hofft jetzt natürlich darauf, dass wir die für Mai 2020 vorgesehene Evaluation schon mal vorziehen, dass wir jetzt schon Ausnahmen ermöglichen, vor allem für Vereine, kleine selbstständige Unternehmen bei den Pflichten oder wenigstens bei den Bußgeldern.
wie ein europäischer Mitgliedstaat sich das ausgedacht hat. Aber da muss ich um Verständnis bitten. Für diese Evaluation, finde ich, müssen wir uns schon die nötige Zeit nehmen, auch die vereinbarte Zeit nehmen. Wir wollen die Verordnung ja nicht schon reformieren, bevor sie sich in gesprochenes und vor allem in gelebtes Recht entwickelt hat und bevor wir wirklich verstehen können, wo der Schuh drückt. Was auf europäischer Ebene noch zur Modernisierung und Harmonisierung aussteht, ist auch schon angesprochen worden. Das ist die E-Privacy, der besondere Schutz der Privatheit von Kommunikation und Surfverhalten, sage ich jetzt mal. Wir hoffen und wünschen uns natürlich, dass die Bundesregierung ihren Teil dazu beitragen kann, dass die Verordnung im Trilog noch vor der Europawahl abgeschlossen werden kann. Ansonsten droht womöglich eine nationale Reform des Telemediengesetzes, und das kann auch nicht im Sinne des Binnenmarktes sein. Wie ich hier schon mal gesagt habe, die DSGVO ist kein Grund zur Panik, aber ein guter Anlass zum Aufräumen. Und deshalb finde ich es auch nicht überfordernd, sondern im Gegenteil sogar ratsam, auch in Vereinen und kleinen Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Denn wenn einer dafür zuständig ist, dann hilft es doch nur bei der Umsetzung. Eine gute Umsetzung bietet die Chance, einen Gewinn einzufahren durch bessere Daten, bessere Prozesse und sichere Kommunikation. Und unter uns gesagt gelten die Pflichten ohnehin, unabhängig davon, ob jetzt ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden muss oder nicht, die Pflichten ändern sich dadurch gar nicht. Die müssen trotzdem umgesetzt werden. Wirklich wichtig ist es, und da sind wir dran und da sind wir uns auch einig, dass wir überzogene und ungerechtfertigte Abmahnungen, dass die unterbleiben, und zwar ganz egal, ob es um den Datenschutz geht oder andere Bereiche, wie zum Beispiel das Urheberrecht. Wir machen Schluss mit der unlauteren Abmahnindustrie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind spät dran mit dieser gründlichen Umsetzung. Das ist auch schon gesagt worden. Und doch sind wir damit schneller als die meisten anderen europäischen Mitgliedstaaten. Es bleiben Rechtsbereiche offen, wie zum Beispiel der Beschäftigtendatenschutz. Auch Arbeitnehmer wollen nicht auf Schritt und Tritt sich beobachtet fühlen. Aber das ist eine Sache, die man jetzt nicht am Freitagnachmittag mal eben durchzieht. Wir sind dran, im BMAS dort etwas zu entwickeln. Und da sind wir auch guten Mutes, dass da was vorankommt. Kommen Sie jetzt freundlicherweise zum Schluss, Frau Kollegin. Freundlicherweise. Insgesamt denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind, mit unserer Arbeit zu Vertrauen und Sicherheit in der digitalen Welt beizutragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und letzter Redner jetzt hier zu diesem Tagesordnungspunkt, Axel Müller für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr zu meiner Weiterbildung beigetragen. Als nächstes und letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt der Kollege Axel Müller. Sehr geehrter Herr Präsident, ich will jetzt keine Nachhilfe in der Geografie geben, aber der Kollege Fuchtel ist nicht unbedingt am bayerisch-baden-württembergischen Grenzgebiet. Hinter diesem sperrigen Titel, der hier an der Anzeigetafel steht, da verbergen sich vorzunehmende Änderungen nationaler Gesetzesbestimmungen aufgrund der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO. Meine sehr geehrten Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, etwas despektierlich gesagt, diese Verordnung europäischer Ebene, die zieht gerade seinen ganzen Rattenschwanz an mehr oder weniger sinnvollen oder nachvollziehbaren Änderungen anderer gesetzlicher Vorschriften nach sich. Sie verlangt nicht nur die Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes, sondern sie verlangt auch zahlreiche spezialgesetzliche Regelungen, die neu gefasst werden müssen. Ich beschränke mich hier mit Blick auf den Pakt für den Rechtsstaat und dem Umfang dieser Verordnungen auf die Regelungen der Strafprozessordnung. Herr Kollege Reusch, die waren durchaus lesenswert und auch informativ, und da hätte sich das eine oder andere für die Praxis schon herauslesen lassen können. Die kritische Anmerkung zum DSGVO sei schon erlaubt. Ich beziehe mich auf den Kollegen Henrichmann und Herr von Notz. In der Realität sieht es halt anders aus. Die Rückmeldungen aus den Wahlkreisen, die sind doch ein bisschen anders als in diesem geschützten Rahmen hier. Da kommt nicht viel Gutes zum Datenschutz zurück. Und wir müssen demzufolge vor der genannten E-Privacy-Verordnung sehr, sehr wachsam sein in diesem Hause, denn die soll ja noch die DSGVO spezifisch ergänzen, was auch immer da auf uns zukommt. Nun zu den von mir angesprochenen Punkten in der Strafprozessordnung. Zum einen die Auffangnorm, Frau Staatssekretärin, des § 500 Strafprozessordnung. Die darf durchaus der Erwähnung hier. Denn Sie haben ja gesagt, da wird sichergestellt, klargestellt, dass nunmehr
auch bei den Länderbehörden, sprich bei den Staatsanwaltschaften beispielsweise, Justiz ist ja bekanntlich Ländersache, dass hier das Bundesdatenschutzgesetz zur Anwendung kommen soll. Warum eigentlich? Warum nicht das Landesdatenschutzgesetz? Warum geht hier das Bundesdatenschutzgesetz einmal dem Landesdatenschutzgesetz vor, wenn Landesbehörden mit Daten umgehen? Und wie widersprüchlich die Formulierung ist, das zeigt sich in der weiteren Fassung des Paragraphen 500. Dort steht nicht explizit drin, dass für die Einhaltung und Kontrolle der datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht der Bundesdatenschutzbeauftragte, sondern der Landesdatenschutzbeauftragte zuständig ist. Also hier ist das Gesetz widersprüchlich oder unvollständig. Es bedarf zumindest einer Korrektur. Der zweite mir erwähnenswerte Punkt ist der Paragraph 491 StPO. Dahinter verbirgt sich eine Auskunftsverpflichtung der Staatsanwaltschaften gegenüber Betroffenen, insbesondere auch Beschuldigten, zu Verfahren, die gegen sie geführt werden. Nun ist es in der bisherigen Gesetzesfassung so formuliert, dass aus ermittlungstaktischen Gründen in den ersten 6 Monaten überhaupt keine Auskunft erteilt werden muss und darüber hinaus in weiteren 24 Monaten sogar im Einzelfall geprüft werden darf, ob es denn opportun ist, ja oder nein, mit Blick auf einen etwaigen Ermittlungserfolg. Hier verweist jetzt die Neufassung des 491 StPO auf die allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Die gehen aber nicht so weit und sie schränken diese ermittlungstaktischen Möglichkeiten ein. Das kann so weit gehen, dass der Ermittlungserfolg gefährdet wird. Das entspricht dann doch nicht ganz dem, was wir mit dem Pakt mit dem Rechtsstaat erreichen wollen. Erwähnenswert darüber hinaus erscheint mir, dass wir eine Änderung im Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung vornehmen. Da sind Übergangsfristen formuliert. Übergangsfristen, während derer die Staatsanwaltschaften die Verarbeitungsvorgänge entsprechend behandeln dürfen, mit weniger oder mehr Aufwand. Und die sind für den 5.5.23 und den 5.5.26 normiert. Axel Müller war das hier für die CDU-CSU-Fraktion. Ihr letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt. Die umfangreichen Vorlagen, die gehen dann in die Ausschüsse. Das soll es für heute gewesen sein hier von dieser Stelle. Und es geht weiter mit Phoenix vor Ort und Sonja Fuhrmann in Bonn.